1,59. Selbst das Nachtanken. 1,59 für den fucking Liter Diesel. Hi, Josh. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht, der Vogel? Ist da lustig aus. Kann mir mal was zu trinken geben? Ich hab Durst. Was hat er getan? Dann haben wir es nochmal links, nix, gell? Es sah auf jeden Fall lustig aus. Müssen wir links abfahren? Oh, ja, Carsten, hab links ich abfahren. Dich jetzt erwischt? Oh, Andi. Hallo. Bei mir hab ich dich nicht erwischt. Volle Polle, ey. Oh, voll Granate. Ah, ganz sagt er komischerweise immer. Das ist eigenartig. Ich kann dich beruhigen, weil ich war das schuld, weil ich nämlich extra... Ich war das schuld, schwör, ich war voll das schuld. Was bist du, ey? Carsten, was hast du extra eng gemacht? Geradeaus, oder nicht? Nein, runter. Ich hab doch gesagt abfahren. Ja, und nur weil du was also sagst. Also mein Navi sagt geradeaus. Ja, aber Juli, du musst auch noch Sheffield. Ja, ist absolut korrekt. Ja, mein Navi sagt geradeaus. Hä, was denn jetzt? Ja, dann musst du wahrscheinlich woanders nach Sheffield. Die nächste ist auch Andi, die nächste fährt auch nach Sheffield. Wir fahren einfach so. Bin ich jetzt richtig oder bin ich nicht richtig? Ich fahr dir hinterher, ich muss nach Sheffield. Am Arsch. Ach, der Carsten ist auch richtig. Ich bitte wenden. Boah, Carsten, ich fahr andersrum. Also das ist voll... Ey, Digga! Kauf dir auch so einen anderen. Wenn möglich, bitte wenden. Oh, das war knapp. Ey, kauf dir auch so eine... Das war nicht knapp, du hast mich voll in die Leitplanke gerädelt. Spaten. Gerädelt? Wenn möglich, bitte hast du jetzt Spaten gesagt? Ja, habe ich. Boah! Route wird neu berechnet. Route, Ralf, Route. Rechts, ne? Erstmal warten. Geradeaus halt, ich werde jetzt gewartet jetzt wegen Rot. Jetzt abbiegen. Ich muss geradeaus, jetzt sind wir auf Event Sheffield. Welche komische Sheet-Firma musst du denn? Ich muss nach... Ah, das ist auch auf der anderen Seite nach Transinet. Ja, guck mal, ich muss erstmal hier rechts hin. Das geht doch voll schnell. Wo musst du hin? Hier rechts. Dann fahr da hin. Transinet, also was zu Julian passt im Prinzip. Trauen Sie nett für den Jatak. Jo, dann fahr ich mal zu meiner Firma hier und ist dann... ist aber ganz schön was los hier. Ist ja ganz schön. Boah, geht voll die Party ab hier. Was treffen ist uns an der Werkstatt. Ja, Werkstatt ist eine gute Idee. Ah, hier ist Transinet. Oh, 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 oh. Was? Wo? Also ich bin jetzt bei Transinet. Wo ist denn das? Das war noch vorher, irgendwo links auf der Ding. Und da steht ein Stapelgabler. Stapelgabler. Das muss ich aber auf der. Nee, das muss ich auf der anderen Seite rausgucken. Nee, ich pack außen ein. Könnt ihr vergessen. Boah. Gerade. Ja, ich muss dann. Überleg mir, guckt auf einmal auf der anderen Seite raus. Nee, ich überlege auch. Nicht überlegt nicht, das ist mir zu anstrengend. Ich mach mal Erkundungstour. Der Carsten ist heute wieder voll Akro-Style. Ich war das schon, ist es wieder in Ordnung. Boah, der ist voll klein, ey. That's what she said. Ja, lass mich doch auch. Wir müssen das auch tolerieren. Wir müssen nichts. Doch, nur sterben und atmen vielleicht. Ich müsst nur sterben. Wenn ihr nicht atmet, dann sterbt ihr. Also ihr müsst eigentlich nur sterben. Ach, wie angenehm das ist. Mit der richtigen... Keiner redet. Lenkdings an einzuparken. Oh, zufriedenstellen. So. Cool. Ich hab mal was gemacht. Wo genau müssen wir jetzt hin? Keine Ahnung. Gute Frage. Zur Werkstatt. Ja, und danach? Nach hoch. Ich wüsste jetzt als allererstes gern mal, wo du hin bist, Josh. Ich bin bei Ding. Aha. Der ist doch bei Transinet. Ja, wo ist das? Du warst doch eben. Ihr seid bei Sellplan. Ah, Andi, bist du der eine Punkt, der ohne jemand anders fährt? Ja. Dann warte, dann fahr mal, ich bin gleich links. Jetzt sag mir nicht, ich muss drehen, ich hab nämlich gerade gedreht. Nee, musst du nicht. Ach, guck mal. Ich komm gleich vor dich. Fahr mal weiter. Ich hab rot, Josh. Ja, okay, aber fahr dann, also wenn du mal fahr doch mal einfach weiter. Weil ich muss links, gell, auf der linken Spur fahren. Ja, wir sind noch immer noch links. Ja, fahr ich jetzt aber richtig, ist das jetzt hier das links oder das andere links? Hä? Aber fahr doch mal weiter. Ja, ist es jetzt richtig, was ich hier mach? Was ist das denn hier, Busbahnhof? Wie, was du, ist das richtig, was du machst? Ich verstehe deine Frage gerade irgendwie nicht so ganz. Ist mir egal. Was willst du von mir? Sprich mal, versuch mal irgendwie ganze Sätze zu bilden, so dass man sie versteht. So, ich komme jetzt. Voll der Busbahn. Fahr ich auf der richtigen Seite? Ja, wir sind in England. Gut, das wollte ich wissen. Hallo. So, da vorne links ist die Werkstatt. Musst du in die Werkstatt, Andi? Nein.
Gut, dann fahren wir mal weiter. Wo seid denn ihr anderen? Ich dachte, wir treffen uns an der Werkstatt. Achso, wir treffen uns an der Werkstatt. Fahren wir vielleicht doch in die Werkstatt. Oh. Weiß denn einer, wo die Werkstatt ist? Nee. Ja, da wo ich bin. Ihr fahrt jetzt gleich in meinem Sichtbereich vorbei. Nö, nee, fahr ich gar nicht. Doch. Nee, ich fahr außen rum. Da, hallo Carsten, ich seh dich, Digga. Digga. Ich bin da, aber ich fahr aber gerade aus. Meine Minimalschäden, die ich vielleicht vom Jatak eingeheimst hab, reparieren. So. Der will's wirklich, ne? Ja, egal. So, wohin geht's jetzt? Jo, der nächste muss nach Carlisle oder was? Was, Carlisle? Oder Edinburgh oder Glasgow oder was von Carlisle? Nicht Edinburgh. Edinburgh müsste ich. Edinburgh und dann Glasgow noch, oder? Glasgow. Anders nee, zuerst Glasgow. Zu Andy. Nach Aberdeen, nach ganz nach oben. Ach, nach Aberdeen musst du. Ja, ich muss nach Aberdeen. Ach, das ist cool. Dann fahren wir Edinburgh Andy? Und dann Aberdeen. Andy? So, ab dafür. Was denn? Wie viel Frachtschaden hast du? Genug. Gut, dann dann stört dich das ja nicht, wenn du noch mehr bekommst. Nein, wir fahren jetzt seriös, Jatak. Jatak, wir fahren jetzt seriös. Ach, ich soll jetzt seriös fahren, aber selbst werde ich immer gerammt hier. Nee, nee. Ja, wir fahren seriös. Gerammt? Ich bin die ganze Zeit gar nicht bei dir gewesen. Letzte Session. Oh, so. Sag's mal, nachtragend bist du gar nicht, oder? Nö. Nur bei manchen. Nö. Nö. Also Edinburgh. Bro. Edinburgh. Also, wir in der Schule haben damals erklärt, kriegt das Ding heißt Edinburgh. Wie heißt eigentlich dann? Wie heißt dann eigentlich diese Worcester-Soße? Worcester-Soße? Manchester meinst du? Nein, da gibt es auch verschiedene Aussprachenamen für. Ja, Manchester. Und diese schwarze Würzsoße. Manchester. Der Manchester, yo. Das ist yo, man. Manchester, yo. Yo, Manchester-Soße. Ach, Chester wegen, nee, Lester heißt der Typ bei GTA. Ach, ist doch egal. An die vor der Brücke hoch oder hinter der Brücke? Vor? vor? Ich frag mich nur gerade, du hast doch gar keine Fracht mehr. Du müsstest doch eigentlich hinter mir hängen, wie sonst was. Wer ich? Gesunden Abstand. Achso, der Attack. Ja, ich, wenn ich geradeaus fahr, ja, nach vorne und hab einen Trailer hinten dran, werde ich mit Sicherheit nicht plötzlich eine Notbremsung machen und mit Warp 10 nach hinten schießen und dich irgendwie rammen. Also nee, das aber wenn ich dich überholen so wollte, dann würdest du nach links fahren. Naja, vielleicht ja, wenn du hinter mir fährst, um zu gucken, wo ich bin. Andi, den Typen, den du da hinter dir hast, der gehört nicht zu uns. Ja, und weiter? Was soll mir das jetzt sagen? Ich meine ja nur. Nicht, dass du den Carsten so aussiehst. Also ich wollte nur, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Kann nur gerade so. Carsten und Josh nicht so Carsten entdecken, links. Deswegen sage ich dir das. Ja, wir haben eine rote Ampel gewartet. Ach, ihr seid jetzt noch gar nicht aus Dings raus, oder was? Nee, doch, nö. Wir sind jetzt draußen und fahren jetzt gerade auf die Autobahn. Ja, okay, dann warte ich kurz. Ich hab mir die Route auch eingestellt, ihr könnt nur ein bisschen langsamer fahren. Ich hab Carsten mir die auch eingestellt aus. Und ja, ich muss ja, geradeaus. Ja, stimmt, du fährst auch da drüber, stimmt. Mann! Tut mir leid, dass ich dir helfen wollte. Also ich bleib mal auf dem Standstreifen. Jetzt sei doch mal still! Auf dem Beifahrerstreifen bin ich jetzt mal. Ihr könnt gerne langsam. Nee, ich warte auf den Beifahrerstreifen. Ich kann echt ein Navi bedienen, ne? Also, ich warte auf den Beifahrerstreifen. Ja, immer Beifahrerstreifen, sagt also ich jetzt bin ja, ich bin ja einer, der hat so ein Navi an der Scheibe kleben, weil ich kann. Julian, wenn du noch ein Stück fährst, stehst du hinter mir. Ich stehe hier vorne. Ja, ich auch, aber ich finde das echt praktisch, wenn das so da so eingebaut ist und so. Und ja, aber ich wollte mal einen Truck so fahren, wo das so ist. Ja. Carsten, hast du so eins, was man permanent sieht oder was rausfährt? Nein, das sieht man permanent, weil da das Multifunktionsdisplay ist das. Ja, nee, oh. Aber wenn du den Wagen startest, fährt das dann nein, raus, das aus der Amateur? Nein. Klar, weil das in EDS auch umgesetzt ist, schwör. Hat da nein, vorne seid ihr gefahren. Ich rede gerade vom Real Life. Was, nee, könnt was ihr denn? Nicht. Da gibt es Navis bei Audi, die fahren aus der Armatur raus. So, Audi, wir flappen sich dann da. Ach doch, da ist der Attack. Menschen mit Geschmack fahren Audi. Der war gut. Ja, mit Geschmack. Ach, war ja. Der gut. Ich könnte es ja kontern mit schlechtem Geschmack, aber nein. Ich habe eigentlich nichts gegen Audi. Mit Geschmack fahren Audi. Nein. Er fährt halt alle weg. Mit Stil. Leute, mit Stil. Audi ist eine wunderschöne Automarke. Wer hat eine Motorsäge? Hä? Wegen Stil. Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang hat eine Motorsäge? Ja, lustig. Ja, Stil. Ja, eine Motorsäge von Stil. Ja, ja, ja. Mhm. Ah, lustig. Gibt's sie auch bei Edeka? Gibt's am Motomix. Mhm. Ja, gibt's auch bei Edeka, genau. Mhm. Auch von Stil. Das ist ein schöner Sonnenuntergang. Ist das nicht toll?
Ich habe ein wildes Anliegen. Ja, das ist ganz toll, der Regen hier und so. Das ist voll der schöne Sonnenuntergang. Oh, voll dunkel und so. Andi, du warst dieses Jahr nicht artig, deswegen war. Hast du Regen. Ja, Tag. Ja. Halt die Fresse. Nö. 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 Macht einfach nicht. Ganz, was der macht, das hat dann einfach eiskalt nicht. Weißt du, der macht es einfach nicht. Einfach gar nicht. Du musst ja vor dem Regen bitte keinen Schluck auf. Bitte keinen Schluck auf. Bitte nicht. Tief ein- und ausatmen. Stell dich auf den Kopf. Josh. Warte mal, das hatten wir doch letztens in der Line schon. Da hat er eine halbe Stunde lang so gesprochen. Aha. Ich könnte mich jetzt theoretisch ja dann muten, nur dann hören meine Zuschauer mich trotzdem noch beim Schluck auf. Das stimmt. Blöd, ne? Der Carsten kann das im Mikrofon abschalten. Weißt du, wir hören dann nichts und beim Andi hörst ich du dann... Ich kann mich voll muten. Aber volle Pulle. Komplett. Auch in Fraps? In Frappés? Wenn ich den Andi zu einmal erschrecke, hilft das dann. Vor allem, wenn ich es ankündige. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Traurig. Ach, oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Oh, hatte ich schon lange. Hey, der Carsten hatte das, bevor es cool war. Hatte ich schon lange, ich hab schon 20 Punkte. Das Coole ist irgendwie, man wartet auf so und dann schießen sie einem fort. Kennst du das denn? Irgendwoher? Andi, also ich feier so, dass ihr hinterherkommt. Kennst du das nicht, Andi? Was denn? Also eigentlich bist du ja dann sonst immer derjenige, der alleine vorbeibrettert. Die Lache. Die Lache. Seht ihr den Andi noch? Mit seinem Weihnachtsbaum. Ich nicht. Ich sehe ihn noch. Lache? Hier ist eine Tankstelle, Josh. Hat er aber schon besser angekriegt. Ich hab gerade eben erst getankt. Achso, okay. Ja, ich weiß ja nicht, so alle 10 Sekunden. So alle 2 Meter mal. So ein bisschen halt, vor allem ohne Ding geht's auch ein bisschen länger. Ding! Das ist schon wieder mit dem Ding. Ja, ohne Ding geht's ein bisschen länger, dann ist es nicht so schnell. Josh, Tankstelle? Nee, ich wurde gerade schon freundlich darauf hingewiesen. Es Josh, Entschuldigung! Tankstelle! Ich weiß dich nicht mehr drauf hin, so. So, ja, Josh, das wirst du elendig vertrocknen. Ich habe trotzdem Durst, ich würde gerne nicht immer mit dem LKW. Ich soll elendig vertrocknen? Ja, ich vertrockne gleich elendig. So, hast du nicht gerade zu mir gesagt, ich soll elendig vertrocknen? Nein. Julian, was tust du da? Was hast du mir für ein Bild geschickt? Was macht ihr? Du sollst dich aufs Fahren konzentrieren, Mann. Hä, schickt euch gerade Bild? Er hat mir ein Bild vorhin geschickt. Vorhin schon, ja. Von seinem Ding? Gott, nein. Sonst hätte ich mich jetzt erschossen. Schön, ne? Von seinen 2 Dingern? Schön. Nee, irgendwas Blutiges. Ich erkläre dir das nachher nach der Aufnahme. Nee, es ist schon von meinem Handy geflogen. Haben die jetzt seine Tage? Wahrscheinlich. Es ist schon von meinem irgendwas Handy Blutigen. Geflogen. Das brauchst du mir nicht mehr erklären. Ich bin schon psychisch... Wo wir gerade bei was Blutigen sind, ist ja auch schon heftig, ne? Dass da ein Mann auf der Autobahn 10-mal überfahren wurde. Und ich hab gedacht, das du redest jetzt über Steaks oder sowas. Das fände ich jetzt ein bisschen schmackhafter irgendwie. Nein, nee, da muss gleich was Ekliges draufsetzen. Ja, habt ihr wieder keine Meinung zu, ne? Ist bei uns die Tage in Ostessen stand das hier einer an. Was war denn das hier für ein Feiertag neulich? Ja. Frohen Leichnam. Frohen Leichnam? War da denn noch einer? Man hat die Geschichte nur halb verstanden. Erzähl mal überhaupt. Also du hast gerade gesagt, da wurde ein Mann 10-mal auf der Autobahn überfahren, weil die dachten, das wäre ein Reh. Nein, die haben. Es war dunkel und die sind dann über was drüber gefahren, so bumm, und haben sich dann bei der Polizei gemeldet, sie hätten ein Reh überfahren. Und dann kam die Polizei und hat dann gesehen, das war gar kein Reh, das war ein Mensch. Ja. Ah, Geschwindigkeitsüberschreiten. Wie kommt man da auf ein Reh? Ja, weil ist das weil man es nicht richtig gesehen hat und man eigentlich nicht davon ausgeht, dass Menschen auf der Autobahn rumlaufen. Im Dunkeln, genau. Nachts und nackt. Ja, nackt war er jetzt nicht. Wer hat von nackt geredet, Josh? Ja. Ja, das ist doch zurzeit so voll der Trend auf YouTube, weil wenn du einfach... Wenn der letzte Satz ist, du einfach sagst und das nackt, das setzt dann alles so ein bisschen ein drauf. Achso, ich dachte, du redest von dem jetzt Trend, dass man sich nackt auszieht und in einem Löwengehege an Löwen schmeißt, damit die einen fressen. Zum Beispiel, so du erzählst zum Beispiel, ja, so also da habe ich einen gesehen, ja, der in der U-Bahn so, der hat Eis gegessen und hat dann so Handymusik gehört und das nackt. So, Handymusik. Tankstelle, Josh. Das höre ich das erste Mal.
Das kann ich in den aber Titel schreiben, Andi ist erstes Mal. Aber das mit dem Typen, der sich da in das Gehege reingeschmissen hat, ne? Ey, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte die Löwen nicht erschossen. Ich auch nicht. Ich hätte die Löwen den eiskalt fressen lassen. Wer so doof ist, der gehört einfach getötet. Entschuldigung. Ja.